Hallo zusammen, hier ist wieder Chillan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das jetzt mit Patch 10.0.7 zum Spielzeug wurde. Und zwar seht ihr, wir sind gerade im BG, denn das besagte Toy können wir nur im auf dem Schlachtfeld quasi einsetzen. Das Toy, was wir uns angucken wollen, heißt Hilfe, also H. I. und so weiter, ne? Aber zusammengelesen Hilfe. Und das kann ein Ingi bauen. Und wichtig ist hierzu anzumerken, dass das quasi seriengebunden ist. Also ihr könnt das nicht herstellen und dementsprechend euch quasi von jemandem aus dem AH kaufen, sondern das müsst ihr halt selber herstellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht geht es auch über einen Arbeitsauftrag, aber auf jeden Fall kann man das Rezept im AH kaufen, hat jetzt so 1000 Gold oder so, kostet es aktuell, und wenn ihr euch das im AH kauft mit eurem Ingi-Char, könnt ihr euch das selber herstellen, kostet auch hier 15 Ehrenabzeichen. Und ja, was macht das schöne Ding? Wenn wir da jetzt einmal drüber schauen, hier verschießt ein Signal, Leuchtfeuer, um Verbündete in der Nähe vor drohender Gefahr zu warnen. Kann nur auf Schlachtfeldern verwendet werden im Bereich. Kann von derselben Fraktion nur einmal alle 3 Minuten Signalleuchtfeuer eingesetzt werden. Okay, wir lernen das jetzt mal und dann testen wir das gleich. Ich bin jetzt mal in dieses Kinderspiel reingegangen, um dementsprechend hier das einmal auszuprobieren. Also, dann schauen wir jetzt hier mal rein. Lass mal... Mal gucken, ob das Leuchtfeuer ordentlich was hermacht. Warte mal, ich ziehe mir das mal in die Leiste. Ignorieren wir mal die Gegner, die anderen machen das schon. Okay. Das war's. Ja gut, also ich sage euch jetzt ganz ehrlich, wenn, dann habe ich es nicht richtig gesehen, aber das war so ein ganz dünner blauer Strahl. Und jetzt wirklich ein Feuerwerk habe ich auch nicht gesehen. Also ich habe mir jetzt richtig was erwartet. Ich sag's euch, wie es ist. Das war ja gar nichts. Wie lange hat das jetzt Abklingzeit, das Ding? 2 Minuten. Ja gut. Aber ich kann es nur alle 3 Minuten an derselben Stelle ziehen. Und das kannst du halt auch nur im BG benutzen, ne? Also woanders geht's auch gar nicht. Ja. Okay, also ich denke mal, wir sind uns da alle einig. Das ist ziemlicher Rotz, ehrlich gesagt. Bringt halt einfach gar nichts. Also glaubst du, dass jetzt irgendjemand gesehen hat, dass ich hier ein Signal gezogen hat? Vor allem, ich hab selber in den Himmel geguckt und ich habe selber kaum gesehen. Also das Ding kannst du komplett vergessen. Außer ich war jetzt ein bisschen blind. Na gut, der Himmel ist halt auch ziemlich blau. Vielleicht ist auf Hordenseite, sieht man das vielleicht auch besser, wenn es dann rot ist. Aber ich weiß nicht. Also, naja. Aber es ist wieder ein Toy mehr für die Sammlung und das ist das... ja, der hauptsächliche Grund, warum ich die ja sammle und vielleicht ihr ja auch. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachfarmen für das nette kleine Toy. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Toy-Guide-Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.